Willkommen zurück zu Let's Play Decay the Mare. Wir sind zurück bei unserem lustigen Scheibenspielchen. Und ich habe mal überlegt, ob das irgendwie mehr Sinn macht, wenn ich von außen anfange oder von innen. Und irgendwie weiß ich nicht so recht. Wenn ich die drehe, dreht sich die ganz in der Mitte mit. Wenn ich die drehe, dreht sich die daneben mit. Okay, dann drehe ich die mal so, dass das Auge passt. Die daneben passt jetzt nämlich auch. Jetzt kann ich den in der Mitte noch so drehen. Okay, jetzt fehlt quasi, die beiden äußeren passen noch nicht. Okay, öffne die Box mit den Kreisen. Und wir haben einen Schlüssel mit Schweineanhänger, das heißt, wir brauchen eine Tür, die irgendwas mit Schweinen drauf hat. Okay, wir können nicht sehen. Zu dunkel. Das heißt, wir müssen zurück und durch die Tür mit den Schweinen. Da rechts waren wir überall schon. Wir gehen mal ganz zurück. Da wieder hoch. Und da links an die Tür. Vielleicht passt der Schlüssel hier. Ich weiß es nicht. Nein, der passt hier nicht. Kann ich irgendwie Zeit reißen? Nein. Wir brauchen eine Tür, irgendwas mit Schweinen zu tun hat. Da ist keine Tür mehr. Hier sind wir jetzt in einem komplett neuen Level-Abschnitt gelandet. Bälle haben wir bis jetzt auch noch keine gefunden. Nach da oben. Ah, mit der Schaufel können wir jetzt die Bodenklappe. Da können wir jetzt noch was machen, glaube ich. Hier durch. Stopp, Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Münze gesehen. Zwar da unten hier. Ja. Da hat mich mein Auge nicht getrogen. Und mit der Schaufel kriegen wir jetzt vielleicht das Ding hier auf. Ich weiß es nicht. Jetzt vielleicht. Nein. Brauchen wir dann Schlüssel. Nein, wir brauchen keinen. Weder Schlüssel noch Schaufel bringt uns hier weiter. Kriegen wir mit der Schaufel vielleicht die Deckenluke auf? Ich weiß es ja nicht. Mal schauen. Schaufel verwenden. Komme ich nicht dran. Kann hier nicht verwendet werden. Der Schlüssel macht ja auch keinen Sinn, wenn er nicht drankommt. Ach ja. Irgendwo war doch hier gerade wieder eine Hand. Ich hab doch gerade noch die Hand gesehen. Achso, das war von der Tür. Okay, wir müssen irgendeine Tür finden, wo wir den Schlüssel verwenden können. Die ist verschlossen und der Schlüssel passt nicht. Da hängt immer irgendwo Blut an der Wand. Da oben ist auch noch irgendwas. Ist aber nicht wirklich identifizierbar, was da jetzt hängt. Die Bodenklappe kriegen wir nicht auf. Da oben kommen wir gar nicht hin. Wir kommen nur nach hier vorne. Hier rechts durch. War hier irgendwo noch eine verschlossene Tür?
Ah, Pick, der Schrank. Da fällt es mir auch wieder ein. Eine Taschenlampe. Und ein Stock. Und mit dem können wir jetzt garantiert... Ich guck nur noch mal ganz kurz, was da drin war. Ach ja. Mit dem Stock können wir jetzt garantiert die Deckenluke aufmachen. Wieder zurück. Zur Deckenluke. Unser Charakter muss auch ganz schön laufen. Aber gut. Der hat ja seine Drogen, der ist ja aufgeputscht. Wenigs. Der läuft schon locker durch hier. Muss erst hier oben hinklicken und dann verwenden. Naja, das war ja offensichtlich. Eins. Mehr Bälle kriegt man nicht, schade. Nur den gelben Ball. Aufheben. Mehr gibt's nicht da oben. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Taschenlampe, das heißt, wir können in einen dunklen Raum reinleuchten. Und dann schauen wir mal, was sich da drin versteckt. Hoffentlich kein Viech. Weil wenn da irgendein Viech im Dunkeln steht und ich mache die Lampe an, das Viech schreit mich an, dann kriege ich auch noch einen Schreikrampf. Das müsste nicht sein. So. Was versteckt sich hier im Dunkeln? Scariest Movie Ever. Videokassette. Achtung, unheimlichster Film aller Zeiten. Wir brauchen irgendeinen Videorekorder oder so. Sonst ist da nichts mehr. Ich guck nur noch mal zur Sicherheit. Nee, ansonsten ist hier nichts mehr. Ansonsten waren wir hier aber fertig. Wir brauchen irgendeinen Videorekorder, wo wir die unheimlichsten Filme aller Zeiten anschauen können. Auch wenn ich das nicht sonderlich will. Alter! Mann! Ich habe mir gerade schon so überlegt, was machst du jetzt? Ich habe ehrlich gesagt kaum eine Ahnung gehabt, was ich jetzt noch machen kann. Kommt damit so ein Quietschen die Kackleiter runter. Mann, ich bin aber auch schreckhaft gerade. Und wir sind in dem Raum, den wir schon kennengelernt haben. Nee, nee. Der Junge, von dem der Mann erzählt hat in der Zelle. Und wir sind zurück in unserer Zelle und es ist nachts. Der Schrank ist leer zum Glück. Wir gehen wieder raus und jetzt hat es wieder Gitterstäbe. Nein, hat keine Gitterstäbe. Beim Fernseher. Immer noch nichts. Auf dem Klo. Jetzt auch nichts Neues, außer dass es jetzt draußen dunkel ist. Das habe ich alles im Inventar.
Taschenlampe, Schaufel. La 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 la, die Uhr. Bringt uns momentan auch nichts. Können wir jetzt vielleicht in das Büro? Ist immer noch zu. Im Kühlschrank steht hier Funeral. Begräbnis. Was stand da davor? Irgendwas mit Fun stand da. Und jetzt steht da Funeral. Wir müssen uns hier weiter umschauen. In der eigenen Zelle hat es vermutlich nichts. Auch wenn wir nochmal reingehen, nur um sicher zu gehen. Gut, dann schauen wir nach rechts in den Gang. Schauen mal zu ihm hier wieder rein. Jetzt ist dunkel. Der Raphael sagt, ich halte das nicht aus, Mann. Ich drehe durch. Ich werde sterben. Er lacht mich aus. Wer lacht dich aus? Nee, er will, dass ich sterbe. Wir haben den Namen gesehen bei dem Stuhl. Können wir hier jetzt öffnen? Lässt sich nicht öffnen. Aber hier können wir jetzt rein. Okay. Und sind jetzt wieder zurück. Tun wir einfach mal da rein. Das ist ja jetzt erstmal egal. Der eine Ball ist jetzt auf jeden Fall da drin. Die anderen Bälle müssen wir noch finden. Hier hat es nichts. Da oben hat es so auch nichts mehr. Ist die Tür jetzt vielleicht offen? Ist immer noch verschlossen. Der Ball ist jetzt wieder hier. Keine Ahnung warum. Es sollte doch eigentlich da vorne drin stecken und nicht mehr im Inventar. Oder können wir einen Ball viermal da reinstecken? Ich weiß es ja nicht. Nee, der ist jetzt wieder im Inventar. Also wenn man das Rätsel nicht löst, dann landet er wahrscheinlich wieder im Inventar, würde ich mal schätzen. Ja, sobald ich hier zurückgehe, ist er wieder weg. Okay. Da können wir nicht rein. Wir gehen geradeaus durch die Doppeltür. Und schauen mal, was uns hier noch so erwartet. Da ist jetzt die Leiter. Die Bodenklappe lässt sich wahrscheinlich immer noch nicht öffnen. Wäre auch zu schön gewesen. Die Leiter. Da will ich jetzt natürlich schon nochmal nachschauen. Und jetzt hängt da jemand. Sam, er ist jetzt verschwunden. Du meinst Nene? Ja. Ist das der Raphael, der sich jetzt erhängt hat, weil er von dem Nene, den er vielleicht selber getötet hat, in seinen Träumen immer so lang verfolgt wurde? Ich und Juan, ein anderer Typ aus meiner Gang, Chicanos Locos, waren auf dem Heimweg von einer Party. Als wir einen von einer anderen Gang trafen, mit der wir Krieg hatten. Ich weiß es nicht. Er hieß Nene und trug purpurne Gangfarben. Wir waren betrunken und Juan, mein Freund, hatte eine Waffe mitgenommen. Eine alte deutsche Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg. Juan gab sie mir und sagte, ich sollte Nene aufhalten. Weil ich noch neu war, musste ich ihm beweisen, dass ich hatte, was ein Chicano Loco mitbringen muss. Ich ging auf ihn zu und hob die Waffe. Wir zwangen ihn, mit uns in ein verlassenes Industriegebäude gerade außerhalb von New York zu kommen. Und fanden einen leeren Lagerraum, wo wir ihn auf einen Stuhl setzten. Ich hielt die Pistole an seine Stirn.
Ich fühlte mich mächtig, als Nene zu weinen anfing. Dann ging ein Schuss los. Er fiel rückwärts zu Boden. Da lag er und starrte die Decke an. Es war in nur ein paar Sekunden vorbei. Wir ließen die Pistole, die Mordwaffe da und liefen heim. Eine Woche lang blieb ich in meiner Wohnung. In der Zeit redete ich mit niemandem. Jede Stunde schaute ich mehrfach durchs Fenster raus auf die Straße, um zu sehen, ob da Cops sind, aber es waren nie welche da. In dieser Woche erfuhr die Gang von der alten deutschen Pistole am Tatort, von der jeder wusste, dass sie Juan gehörte. Bevor die Polizei ihn festnehmen konnte, wurde Juan tot aufgefunden, vermutlich von Nenes Gang getötet. Fast alle meine Träume drehten sich um Nene. Er war da, hat mich beobachtet, mich daran erinnert, was ich getan habe. Ich dachte, es würde hier in Reaching Dreams besser werden, aber es wurde schlimmer. Das ist also passiert. Und wir müssen jetzt wohl sagen, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Eine andere Option haben wir gar nicht. Ich glaube, er ist jetzt glücklich. Raphaels Geständnis. Enthülle Raphaels Geschichte. Wir nehmen die Lupe mit. Können ihn genauer an... Ach, wir können nur mit ihm reden. Okay. Er hat sich erhängt, weil ihn die Geschichte so verfolgt hat, weil er mit seiner Gang einen anderen getötet hat und dann auch noch einer getötet wurde, sein Gangkumpel quasi. Da hinten flackert das Licht schon wieder und wir klettern runter, haben Nenes Geschichte enthüllt. Haben eine Lupe gefunden. Für was könnten wir die Lupe verwenden? Haben auch noch eine Schaufel. Können wir in der Zeit reisen? Nein. Ich überlege gerade, was wir jetzt machen könnten. Da kommt meine Hilfe. Die nehme ich dankend mal an. Rein zum Ventilator. Den Schrank haben wir angeschaut. Wir können hier die Zeit ändern und das Bild anschauen. Bringt uns das was? Zeit können wir nicht ändern. Mit der Schaufel können wir nichts machen. Ah, die Lupe. Mit der Lupe aufs Bild. The man had been swallowed up in a world of darkness. The knife with the green handle was his salvation. His veins were open as the sun rose in the east. Der hat sich eben die Pulsadern aufgeschnitten. Steht da ansonsten, steht da irgendwo noch was? Nein. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Dem Bildschirm. Ich weiß es nicht. Ah, okay, so. Detective, benutze das Vergrößerungsglas mit dem Bild in Episode 3. Ich schaue nur die Achievements. Ob wir irgendwas schon verpennt haben. Wir haben noch nicht alle Bälle gesammelt. Wir müssen den Film noch anschauen. Na, ein bisschen was fehlt noch.
Okay, aber mehr können wir mit dem Bild nicht machen. Wir haben die Geschichte erfahren, dass sich derjenige die Pulsadern aufgeschnitten hat mit dem Messer. Das Messer, das wir wahrscheinlich noch finden werden, würde ich mal stark schätzen. Den Griff haben wir ja schon. Da ist nichts mehr drin. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter suchen, würde ich sagen, reicht's für den Part und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, Leute.